Willkommen zurück zur Erzählung der glorreichen Bauernrepublik Dithmarschen. Unser Herrscher wurde gesegnet. Auch wenn die Welt unser prestigeträchtiges Ziel noch nicht so wahrhaft anerkennt und uns nicht den Prestige zollt, den wir verdient haben, ist unser Volk geeint in dem Ziel, die Bauernrepublik der Nordsee zu verteidigen und die weltlichen Fürsten abzusetzen und die Bauern in Norddeutschland zu befreien. Und ein ausgemachtes nächstes Ziel wird hier auch Lüneburg sein. Vielleicht Sachsen-Lauenburg, mal schauen, wie sich die Dinge ergeben. Allerdings hat Lüneburg hier zwar eine Menge Verbündeter, 4 an der Zahl, aber die können alle nicht viele Truppen aufbieten. Entschuldigung. Mecklenburg ist hier halt immer noch sehr abgelenkt. Mit den wolgastischen Nationalisten. Der deutsche Orden ist nur ein Schatten seiner selbst. Rügen bietet nicht viel auf. Und Kahlenberg auch nicht. Seht ihr hier 1000 Truppen gerade mal. Lüneburg selbst bietet 3000 Truppen auf und jetzt stehen hier 7000 lübeckische Truppen, die Mecklenburg besitzen. Krieg mit Lübeck. Okay. Lübsche Eroberung von Wismar. Da will wohl Lübeck die Gunst der Stunde nutzen und hier ostwärts an der Ostseeküste lang ihren Einfluss ausweiten. Und Brabant hat uns als Rivalen bestimmt? Warum denn das? Verstehe ich nicht. Die sind auch mit Utrecht verbündet. Aber Trent und Berg. Okay. Und die haben nicht mal ein Interesse an unseren Gebieten hier. Wahrscheinlich, weil der Herzog von Brabant einfach ein Problem mit unserer Regierungsreform. Regierungsform hat. Naja. Überrascht uns nicht weiter. Nachschubmangel in Lüneburg. Machen ein wenig Plus. Und was ganz schön ist, wir könnten uns jetzt es sogar noch leisten, die Festung zu bezahlen, voll zu bezahlen. Wir zahlen ja gerade nur den halben Preis oder den halben monatlichen Unterhalt und würden trotzdem noch plus monatlich machen. Das beruhigt mich. Aber wir generieren immer noch nicht genügend Seeleute. Da muss hier mal langsam die Autonomie in Hamburg runterkommen. So, unsere Beziehungen mit dem Kirchenstaat können nicht mehr besser werden. Die Aufständischen in Hamburg sind bei 20%. Das ist alles noch im Rahmen. Lüneburg wehrt sich hier auch gar nicht. Da stehen 4000 Mecklenburger, die Wismar zurückbelagern. Denen ist das jetzt auch gelungen. Aber sie marschieren wieder zurück. Schauen, was da am Ende bei rauskommt. Und wir können in eine Idee investieren, in die verbesserten Manöver. Das wollen wir auch machen. Eine Kernkompetenz guter Kommandanten ist es, auf dem Schlachtfeld Gebrauch von seinen Truppen zu machen. Indem wir jederzeit wissen, wohin Truppen bewegt werden müssen, sichern wir uns in der Schlacht einen Vorteil. Manöver, Armeeanführer plus 1. Verzeihung. Und damit haben wir jetzt auch den Widerstand gegen den Feudalismus. Das bedeutet, während die Bauern Europas an die Fesseln des Feudalismus gebunden sind, behalten die Menschen von Dithmarschen ihre Unabhängigkeit bei. Unsere Nachbarn haben sich längst gewünscht, unser Volk zu unterwerfen und sie in die Grausamkeit des Feudalismus zu zwingen. Unsere Bauern unterstehen nur dem guten Hirten und nicht den geliehenen Händen fremder Tyrannen. Kampfstärke Infanterie plus 10%.
Jetzt haben wir eine neue Wahl. Genau, die Ideen haben wir erforscht. Und ich finde, es gibt kaum einen besseren Augenblick, als den Widerstand gegen den Feudalismus als Zeichen zu nehmen, jetzt hier auch gegen Feudalherren loszuschlagen. Bis jetzt haben wir ja erstmal nur unsere Brüder quasi vereinigt und hier die auch doch republikanisch organisierte Stadt übernommen quasi. Und jetzt widmen wir uns unserem eigentlichen Ziel, die unterdrückten Bauern zu befreien. Und dafür kann es keinen ruhigen Herrscher mehr geben. Da muss jetzt jemand anderes ans Werk. Es ist aber die Frage, übernimmt das jetzt ein Bürokrat, ein anderer Diplomat oder ein militärischer Kandidat? Ich denke durchaus, alles ist angemessen. Wobei der Administrative vielleicht noch weniger. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ein militärischer gewählt wird. Sagen wir, 1 ist der bürokratische Kandidat, 2 ist der diplomatische und ab 3, also 3 bis 6, ist der militärische Kandidat. Und es ist eine 5. Ein klares Zeichen für den militärischen Kandidaten. Johann Nann wird unser ruhmreiches Land leiten. Mal schauen, welche Persönlichkeit er erlangt im nächsten Monat. Und er ist ein Kriegsausbilder, Verfall der Armeetradition, -1%. Interessante Sache. Es bringt, ja, langfristig unsere Armeetradition hoch. Die ist allerdings sehr niedrig. Ich denke, wir bezahlen jetzt auf jeden Fall mal die Instandhaltung zu 100% unserer Burg. Und da ruft uns jetzt Braunschweig zu den Waffen. Auch noch Braunschweig gerade. Ich glaube, sie sind die einzigen fürstlichen Verbündeten, die wir haben, ja. Die anderen 3 sind alles Bistümer. Fordert unsere Unterstützung im Krieg gegen Kahlenberg. Das ist ein Angriffskrieg. Nun, es ist jetzt aber auch nicht in unserem Sinn, jetzt sofort Verbündete zu verprellen. Das würde sich auch auf unsere anderen Bündnisse ausschlagen und auf unseren diplomatischen Ruf auch. Nehmen wir das an, aber nicht ohne vorher zu gucken, wie denn dieser Krieg überhaupt aussieht, denn Braunschweig hat sich hier einen Krieg mit Kahlenberg, Baden, Thüringen, Geldern, Riga, Ansbach, Bayreuth, dem Deutschen Orden und Rügen aufgehalst. Es geht um die Rückeroberung von Hoya. Kahlenberg selbst ist im Krieg mit Braunschweig, Werden und Goslar. Nun, ich denke, relativ schnell sollte ja Hoya besetzt werden. Dann ist aber noch die Frage, Braunschweig hat immerhin eine Festung. Die könnten sich verteidigen hier in der Hauptstadt. Oh, das gefällt mir nicht. Noch ein Angriffskrieg, aber nun gut. Damit kann ich mal schauen, wie die jetzt verteilt sind. Braunschweig bitte. Ja, jetzt sehen wir hier rot hervorgehoben, mit wem die alles im Krieg sind. Und die kommen hauptsächlich aus dem Süden und hier Geldern aus dem Westen. Und ja, Riga und der Deutsche Orden tendenziell aus dem Osten. Die brauchen aber einige Zeit, bis sie hier sind. Von daher denke ich, dass die hier alle eher im Braunschweiger Land landen werden.
und nicht plötzlich bei uns auf der Matte stehend. Von daher sollte das okay sein. Akzeptieren wir das? Unsere Armeen hören augenblicklich auf zu drillen. Hier sind die kahlenbergischen Truppen schon geschlagen und der Papst ist wieder loyal gegenüber dem Kirchenstaat. Das gefällt uns. Und er hat auch die gleiche goldene Bulle gesegnet. Beziehungsweise hat der Papst beschlossen, uns mit der folgenden und gleichen Bulle zu segnen. Okay. Eine neue Generation. Okay, im Laufe der Jahre zeigte unser Syndikus Johann Nann ein großes Interesse an der Gestaltung unseres Militärs und bildete persönlich viele der hellen, jungen Köpfe der Armee aus. Durch diese Schützlinge konnte Johann Nann seine Ideen durch alle Ränge unserer Truppe verbreiten. Der Syndikus ist der Meinung, die Zeit sei gekommen, dass sein neuester Schüler Flügge wird. Wie kann unser großes Republik... Okay, ich habe mich nicht verlesen, das steht einfach nur falsch. Wie kann unsere große Republik am besten davon profitieren? Er sollte sich auf Reform konzentrieren, um die Moral unserer Armee, unserer Männer zu verbessern. Würde uns ein Armeereformer der Fertigkeitsstufe 2 bescheren, 50% günstiger. Er soll unsere Truppen ausbilden und sie zu den diszipliniertesten Soldaten der Welt machen. Gleiches. Oder wir brauchen immer mehr Männer. Er wäre ein toller Rekrutierer. Okay. Also wir kriegen in jedem Fall einen Militärexperten, Militäranführer der Stufe 2, 50% günstiger. Die Frage ist, soll er ein Rekrutierer werden? Soll er ein Drillmeister werden oder soll er die Moral unserer Armee heben? Können hier mal reinschauen. Ich glaube hier, das wäre ein Rekrutierer, das halt einfach insgesamt die Rekrutenreserve erhöht. Wir hätten hier sogar einen Einser mit Disziplin. Also Disziplin ist jetzt gerade, glaube ich, bei geringer Militärtaktik noch nicht so ausschlaggebend. Da wäre jetzt Moral noch am besten, sage ich mal. Aber so rational möchte ich hier nicht denken. Das würde ich mal auswürfeln. 1 bis 3 wird ein Reformer und 4, 5, 6 wird er ein Ausbilder. Das ist eine 2. Er wird ein Armeereformer und verbessert die Moral unserer Männer. Interessantes Event. Das habe ich noch nie gehabt in meinen hunderten Stunden Euphia. Schön, dass man hier immer wieder was Neues entdeckt. Ja, doch, hier wollte ich rein. Wir haben leider, also nur über den Adelstand könnten wir uns jetzt hier nochmal vergünstigte Militärberater sichern. Der kostet uns 2,3 Dukaten im Monat. Eine Anstellung immerhin nur 9. Nun aber, ich denke, also einfach aus rollenspielerischer Sicht, der wird jetzt auch angestellt. Ich meine, vielleicht wird er nicht so ewig lange hier aktiv als Berater dienen. Aber jetzt zumindest. Jetzt haben wir diesen Krieg vor uns. Wir haben den Krieg gegen Lüneburg vor uns. Und nach diesen Kriegen wird er dann vielleicht wieder entlassen. Aber bis dahin wird er eingestellt. Und wir haben jetzt hier auch einiges in die Ideen investiert. Wir können jetzt hier auf jeden Fall Punkte gebrauchen, Militärmacht gebrauchen, um die Protze zu entwickeln. Und die bringt uns dann nicht nur die erste Artillerie des Spiels und
der Zweit, sondern verstärkt auch unheimlich, auf jeden Fall sehr stark unsere Militärtaktik und ja, dann hier eben Wert auf Artillerie und Artillerie-Fernkampf und Nahkampf. Also Artillerie ist dann unheimlich wichtig, um die Festungen besser runterzukriegen und die Militärtaktik ist auch sehr wesentlich. Okay, so, dann sollen unsere Truppen jetzt Moral generieren. So, dann können sie hier jetzt schon mal hinmarschieren. Wir haben hier auch den... Ich möchte euch das nochmal zeigen. In den Ideen war das. Die erste defensive Idee, die Schlachtfeldkommission. Dass wir Armeetradition plus, also doppelte Armeetradition durch Landschlachten bekommen. Und unser Syndikus tritt jetzt hier auch an, um vor allem eine Kriegsausbildung zu betreiben und Armeetradition wiederherzustellen, den Ruf unserer Truppe herzustellen. Oldenburg schloss ein Militärbündnis mit Rügen nun, das ist okay, das wollen sie gerne machen. So, wenn ihr abhaut, hoffentlich schließen sich jetzt nicht alle. Ja. Ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, stopp, einmal wissenschaftliche Instrumente. Bevor ich es vergesse, ich wollte die Geschwindigkeit runterstellen. Wenn hier alles so eng ist, mache ich es auch mal auf 2, damit wir hier besser agieren können. Entschuldigung, beim nächsten Mal denke ich vielleicht dran, den Shortcut zu benutzen, um das Mikrofon stumm zu machen, wenn ich mich räuspere. Mit neuen Entwicklungen in der Kunst des Glasmachens und der Metallbearbeitung wird die Möglichkeit geschaffen, spezielle wissenschaftliche Instrumente zu schaffen. Linsen, die das Entfernte und sehr Kleine vergrößern, sind für unsere Astronomen und Naturphilosophen von unschätzbarem Wert. Während Chemiker ihr Handwerk mit komplexen Metallwerkzeugen verfeinern können. Jüngste Durchbrüche haben Dithmarschen einen wissenschaftlichen Vorsprung verschafft. Wir können nur gespannt auf die neuen Entdeckungen warten, die hierdurch möglich geworden sind. Können sie schon Blei in Gold verwandeln und wir kriegen eine zusätzliche Innovationsfähigkeit? War es einfach insgesamt... In der Technologie haben wir diesen Wert geringfügig unsere gesamten Machtkosten verringert. Sehen wir den Wert hier schon? Ja, Auswirkung bei 100 Innovationen bedeutet Machtkosten minus 10% und Verfall der Armee- und Flottentradition minus 1%. Und aktuell haben wir verringerte Machtkosten um 0,8%. Da laufen die 9000 verbündeten gesammelten Truppen umher. Ich denke, wir marschieren jetzt hier einmal rüber nach Göttingen. Wir haben 13.000 versammelt. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Baden hat die habsburgische Armee angeheuert. 16.000 Soldaten. 16.000 habsburgische Soldaten, um Hoya zu verteidigen. Nun, da bleibe ich doch lieber noch auf dieser Flussseite. Mal schauen, wo sie hinziehen. Ziehen sie nach Hoya? Nee, sie ziehen wieder südlich nach Göttingen. Sind es zu wenig, um Braunschweig belagern zu können. Nun, ich würde ganz gerne hier einmal diese 3000 in Goslar schlagen. Okay.
Okay, hier haben sie sich auf jeden Fall aufgetrennt. Hier laufen Truppen noch weiter nach östlicher Richtung. Hier kommen jetzt 3000 dazu. Noch 5 in der Hinterhand. Wenn die 9 dann halt auch die Belagerung abbrechen und hier nachkommen nach Goslar, könnte es knifflig werden. Warten wir mal drauf, dass Werden hier nachgezogen hat. Dann marschieren wir hier direkt rein. Ja, sie kommen alle nach. Aber sie haben halt auch den Geländenachteil. Oh nein, unser Befehlshaber Markus Wynn ist gestorben. Und an dem Punkt, ja, da hätte man vorher schon mal drüber nachdenken können, wirft sich jetzt Johann Nann in die Bresche und mit 1441 ist er ganz brauchbar. Wer hat denn jetzt hier übernommen an unserer Seite? Ja, George Rode mit 2-3 immerhin. Aber Wolfgang Möser ist ein 3-5er. Oh nein, und jetzt kommen die habsburgischen Truppen. Kommen sie rechtzeitig? Ja, sie kommen rechtzeitig. Und das ist der Punkt, an dem wir uns zurückziehen. Das war's mit der Schlachtentradition. Wären die Habsburger Truppen hier nicht jetzt dazwischen gesprungen, nicht als Verstärkung gekommen, hätten wir diese Schlacht gewinnen können. Oder wir hätten sie gewonnen. Definitiv. So nicht. Ja, es war ein gewagtes Unterfangen. Ich gebe es zu. So, jetzt übernimmt hier Johann Nann die Verantwortung sozusagen. Und die Osmanen berichten von dem Ereignis Bronzekanonen. Die Bronzekanone erlebte ihre Feuertaufe auf dem Schlachtfeld und hatte nicht vor, wieder zu verschwinden. Die Materialien, die benötigt werden, um die wachsende Kanonengussindustrie zu versorgen, führten im Laufe der Jahre zu einer Explosion der Nachfrage nach Kupfer, wodurch die Preise steigen. Und Kupfer wird 50% wertvoller. Nun, wir könnten uns jetzt überlegen, irgendwo Geldern vielleicht zu besetzen. Machen wir das mal. Wir können hier auch Braunschweig in der Belagerung unterstützen. Soziale Mobilität. Die wachsende Macht der Bürger hat dazu geführt, dass Menschen aus ihren Reihen versuchen, in traditionell von anderen Gruppen dominierten Bereichen Karriere zu machen. Nun, das kennen wir schon. Ja, und die Gegner kritisieren eine unnatürliche soziale Mobilität und werden derer überdrüssig. Wir dürfen uns diesen neuen Männern nicht in den Weg stellen. Verringert die Beraterkosten. Oder wir müssen die uralten Rechte anderer Stände schützen. Nun, dafür sind wir nicht angetreten. Der Klerus würde 20 Loyalität verlieren. Er hat aktuell 54, ich denke, das können wir uns erlauben. Aber danach müssen wir auf den Klerus aufpassen, dass er nicht illoyaler wird. So, die Beziehungen mit Polen sind jetzt maximal gut. 113 sind sie. Ja, mittlerweile hat Polen zu viele diplomatische Beziehungen, aber sie verleiben sich gerade Moldawien ein. Annektieren sie. Okay. Da unten. Burgund hält sich hier recht wacker. Ich glaube, die haben hier sogar einiges noch erobert. Wie mit Lüttich und Luhn. Kann das sein?
Kämpfen sie mit adligen Rebellen? Naja, was wollen sie machen? Ihr Geld dann entweikriegen? Nein. Die stehen hier, die Berge, die bergschen Truppen stehen hier einfach nur so rum. Okay. Und Österreich hat die Entscheidung vom Deheritico Comburendo Akt getroffen. Besitz oder Produktion einer Bibelübersetzung ist ein Verbrechen, das mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestraft wird. Und die Handelsliga von Ragusa wurde aufgelöst. Ich glaube ja hier, der Johanniterorden war der letzte, der hier noch mit drin war. Nun, und dieser ist jetzt auch von dem Osmanischen Reich besetzt, Epirus und Naxos sind hier auch schon besetzt. Nun, da haben sie dann jetzt hier gleich bald alles geeinigt. Kreta noch nicht. Das sind die, das Ödland. Die, ja, was haben wir hier? Das Pontische Gebirge. Okay, aber zurück zu uns. Da unten haben wir keine Spione aktiv. Ah, interessant. Ein Peter Rachel ist unser aktueller Diplomat. Oder schon seit jeher. Ich denke, dann können wir einfach mal wieder aus Prinzip mit Österreich die Beziehung verbessern. Und hier vielleicht auch mal die Nachbarn beschwichtigen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Goslar fällt hier gleich. Beim Baden, warum haben die Truppen von Österreich bekommen? Sind die verbündet? Sind sie nicht einmal? Seltsame Sache. Ernsthaft? Wir haben gerade den Diplomaten nach Brandenburg geschickt und prompt bestimmt uns Brandenburg als neuen Rivalen. Aber warum denn Brandenburg? Also, ja, wahrscheinlich wieder, weil sie unsere Regierungsform nicht so mögen. Aber ihr habt doch ganz andere Interessen hier. Eigentlich, ihr Hohenzollern. So, und ich sehe an der Stelle, die Folge ist wieder ziemlich überzogen. Warten wir hier diesen letzten Belagerungstick ab. Zu was führt er? Zu einer Lebensmittelknappheit. Okay, jetzt haben wir hier eine 0% Chance, Obergeldern zu besetzen. Auf der anderen Seite ist Goslar kurz vor der Besetzung. Mal schauen, allerdings ist Hohe ja auch fast soweit. Wir werden es in der nächsten Folge sehen, wie das ausgeht. Bis dahin, alles Gute.